Ups, das war jetzt ein bisschen zu laut. Nein. Autsch! Double Magic. Ich gebe ihm jetzt mal eine Ladung Flare. You must sleep too weak. Und der Kampf ist zu Ende. Hat ja aber auch schon lange genug gedauert gerade. 4 Heroes. An Diabolos-Karte. Ja, das habe ich mir doch so wertvoll verdient. Dieses Item. Warum auch immer dieser Kampf so schwer war. Du heiliger Bullshit. Und ich bin gerade mal in Ballum Garten. Oh Gott, ist das gut! Da bin ich froh, dass ich das mitgenommen habe. Klick! 100%ig Lichtschaden oder... Gut, das ist jetzt nur noch 99% Verlangsamung. Slow. Geh mal das eine, was er noch braucht. Kriegt er... alle? Ne, jetzt erzähl alle. So, du kriegst alle davon. Kuro kann sie behalten. Licht. Flary habe ich ja gerade auf hier. Sylphie hat ja auch ein bisschen was, zumindest hier. Die Heißwell. Aber mehr jetzt auch nicht. Lichtdamage. Also für die Stärke. Oh Gott, ist das hoch. Wasser, Elementar oder was anderes. Confus ist da besser. Magie aufwerten. Elemental. Gegen Holly bin ich dann geschützt, wenn ich das so benutze. Dann bin ich definitiv voll gegen Licht geschützt. Das bringt mir sogar einen Todesschutz. Nice. Einige Statuswerte. 40%. Nicht schlecht. Ja gut, was soll ich sagen? Schöner Hintergrund der Magie. Schnell wieder alle wiederbeleben lassen. Indem ich mal zum Raum gehe. Aber das Gute ist, Diabolos ist safe. Trotz, dass er als Level 9 gekennzeichnet wird, obwohl ich ihn auf Level 31 begegnet bin. Ja. Du warst schon wirklich ein sehr harter Gegner. Jawohl, los. So. Selfie. Keine Auswirkung. Magie. Und ein Feld mehr. Elementare Verteidigung kann man ja nicht wirklich gehen, außer ein bisschen auf Feuerschutz. So, das ein bisschen. Haben ja noch nicht wirklich die Optimum Magic. Der Hauptcharakter Squall, ja, eine der guten. Das, obwohl ich im Trainingcenter einen starken, ja, sagen wir es mal, starke Gegner. So. Ich gehe mal schnell gang hier raus. Nicht wundern, wenn die Musik so schnell hört. 16-fache Geschwindigkeit. Erklärt einiges.
Aber ich habe sie jetzt gerade nur benutzt, um den Ort jetzt gerade noch schnellstmöglich zu verlassen. Toll, vergifte ihn auch noch. Aber jetzt heißt der Schaden hoch, der psychische. Ja, das ist alles dank der starken Magie. Er hat noch keine remodernisierte Waffe. Noch gar keine. Außer jetzt gerade die Hauptwaffe. Und erklärt euch, warum ich an dieses Item komme. Ich weiß es nicht. Als wenn die Gegner auf einmal unnötig stark sind, ohne irgendeinen triftigen Grund dafür zu haben. Mal ganz schnell hier den Kampf skippen, um mal zu gucken, was der hier gibt. War noch ein bisschen das Übliche, aber einmal mehr. Aber eigentlich sind diese Gegner jetzt gerade wirklich voll die Leichtigkeitswohnung. Das geht in der 16-fachen Sekunde, da ist der Kampf blitzschnell vorbei. Gut. Klar. Oh. Toll. Nicht geklappt. Nicht geklappt. Was gibst du? Ah, die letzte Stufe der Eismagie. Warum denn das? Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gerade überhaupt nicht sein. Was ist hier gerade faul? Will mir das Spiel gerade extra Schwere geben oder was ist hier los? Ach, das habe ich doch schon. So, mitnehmen. Was ist hier los? Oh, ist direkt bereit. Hat es in der Karte verwandelt geklappt? Nein, der ist nicht angeschwächt. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Und der Schaden dafür war immens enorm. Alles, weil die ATK hoch ist. Die Stärke. Der ist der Punkt, warum der Schaden jetzt auch wirklich hoch ist. Oh. Voll verpeilt. Och. Ach, du hattest ihn wieder bereit. Einmal ein Angriff. Erledigt. Au, Mann, das Gift setzt ihm zu. Fischfien. Was ist nur heute los? 27, 44, 25. Kann ich an meinen Charakter? Ach, kann ich nicht. Schade. Hätte ihn jetzt gerade lieben gern jetzt in dieser Situation schnell eingetauscht. Aber mehr Wizard Stones hat ja auch eine gute Seite. Vor allen Dingen mächtige Magie. Mächtige Magie. Ja, das war jetzt Sirren. Ich skippe mal wieder normal. So. Das nehmen wir einmal. Stärke 40. Ja, lernen. Fleißig lernen. Genau.
Ja. Echt, was ist hier gerade los in Final Fantasy 8? Was ist hier los? Die starken Mobs. Echt. Fast so, als hätte ich... Ich weiß es nicht, aber irgendwie hat mir das Spiel gemacht. Och komm, mach es wenigstens geil in der Player. Geben wir doch mal eine harte Tour. Und nämlich... Dadurch gibt's natürlich auch Kehrwenden. Es gibt starke Magie. Starke Magie. Magie, die ich wirklich voll gut gebrauchen kann. Ja, mal ehrlich. So. Das nehme ich noch auf. Das ist quasi hier noch als wundersames Wunder. Okay, ich habe zwar auch noch eine Datei auf Disk 3, aber die habe ich jetzt gerade aktuell nicht in Benutzung. Aber um das Spiel wirklich deutlich 100%ig zu schaffen, habe ich nochmal eine neue angelegt, weil ich habe es irgendwie ein bisschen verpeilt. Ja. Aber, na Quatsch. Warum? Warum schon die Lichtmagie? Wieso? Warum? Warum hatte Diabolos das? Das ist ein absolutes Unding. Absolut. Ein komplettes Unding, was ich noch nie von ihm gesehen habe. Toll. Das geht noch. Noch was. Stopp. Alles klar. Ach, toll. Vergiftung. Ich nehme mal die, benutze das auf ihn. Zack. Und er steht immer noch. Warum setze ich das auch wieder gegen ihn ein? Och, der Schaden davon war eigentlich immer okay. Oh, Mann. Kleine Kratzer. Kleine Kratzer. Ich muss wohl irgendwas gegeben haben, was die Magie stärkt. Denn anders hätte es nicht wirklich gut geschadet. Ja, das nenne ich doch guten Schaden. Erledigt. Schon wieder. Sag mal, wie viele davon kriege ich noch? Irgendwann habe ich genügend. Ich kann jeder Gruppe die stärkste Heimat. Ich kann jedem die stärkste Heimat geben. Noch nicht ganz. Fulku ist ja die letzte. Aber die eigentlich schon. Ist okay. Heimmethode fürs Erste. Obwohl, eigentlich könnte ich sogar schon auf die zweite Stufe gehen, weil die anderen beiden haben nicht wirklich voll mit dem Leben so mit wie Score. Da kann ich noch rein? Oh. Lassen wir mal schauen, was die Mobs hier haben. Das war jetzt aber mal voll klar. Auch alles so wie am Anfang hier. Zumindest bei ihm. Zack. Vernichtet.
Aber was ist mit den anderen Gegnern? Haben die noch immer dieselben? Könnte ich mir wahrscheinlich nicht vorstellen. Wenn es schon hier auf der Oberwelt so was Starkes schon zu sehen gibt. Ist mal ganz ehrlich. Ah, da haben wir schon mal ein paar andere. Hast es keine weitere Magie? Das kann jetzt wohl nicht euer Herz sein. Vielleicht hat der Bomber von diesem Ort noch was. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich hol mir jetzt erstmal ein. Nein! Das war keiner. Stopp! Ach nee, haben sie doch nicht. Hätte ja sein können. Hätte Fahrradkette. So wie es nämlich hier auf der Oberwelt schon aussieht. Dann habe ich hier auch drin auch nichts zu suchen. Was soll ich denn hier mit den Gegnern? Bringt nichts. Kein Training. Hey, ja, hier. Hier bringen sie mehr. Anhand der Erfahrung merkt man das. Okay. Wie stark ist er? Autsch. Voll. Also das war kein Kratzer. Das hat richtig Schaden gemacht. Gut, der fasst damit noch einen um. Ja, gern. Großartig. Oh nein. Autsch. Kratzt jetzt stark. Aber dafür hat er das, den Erdelementen-Zauber. Den Erdelementaren, Entschuldigung. Komisch rübergekommene Aussprache. Was auch nicht normal ist für ihn. Quist, ich sagte zwar, dass in einem Trainingscenter, dass wir vor dem Vieh fliehen sollten. Und das offenbar nicht ohne Grund. Weil er ist doch stärker als im Moment. Ja. Und das hätte ich mal sein lassen sollen. Vor allen Dingen mit der Quake-Magie kann man noch viel anfangen. Autsch. Ich glaube, ich hole mir die und dann haue ich von ihm ab. Paar. Klar. Ja. Ein paar Ladungen voll Schaden ja nicht. Autsch. Und jetzt mache ich mich vom Acker. So. Und weg. Es ist gut, das mitzunehmen. Wie viel habe ich? 79. Immerhin schon mal etwas. Kann ich das hier schon anlegen? Ach, shit, ich habe nicht genügend. Ach ja, stimmt, du hast ja noch keine HP-Verstärkungsmethoden. Das geht noch. Zack.
Ah ja, schwächt ist es ja Limit jetzt gerade oft. Ah, danke mal für eine kleine Erleichterungsphase für viele verschiedene Sachen. Ja. Ich gehe schon wieder ein paar Schritte und schon geht's wieder los. Ups, falsch getriggert. Falsch reagiert ein bisschen, aber der Schaden war wirklich hoch. Oh, Vergiftung. Na gut, passt ja trotzdem noch für diesen Gegner. Perfekt! Und da kann man sogar die Durchschlagskraft davon erkennen. Was? Okay, das muss ich... Tu mal so, als hätten wir das nicht gehabt. Was? Siedrang ist angestiegen. Wovon? Wovon? Von meinen Kämpfen? Kann gut sein. Kann gut sein. Okay, erstmal wieder ausruhen gehen. Warum sind die Gegner auf einmal so stark? Wenn ihr Antworten habt oder dazu, schreibt mir das ruhig gerne in die Kommentare. Das ist eigentlich ein Unding. Na gut, die Datei kann man ja hier nicht sehen, weil die auf Disk 3 einsehen. Klar. Ich hab das Spiel zum Crashen gemacht. Lol. Das war mal wieder zu... Das war zu schnell. So, wieder normal. Ausruhen. Lol. So. Kann man ja hier nicht sehen. So. Die Dateien sind natürlich auf Disk 3. Gut, also ich würde mal sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein fürs Erste. Falls es euch gefallen hat, dann lasst natürlich gerne ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ja. Bis dahin, alles Gute, haut rein, bis zum nächsten Mal.